Ja, wir kommen jetzt zu einem wirklich Klassiker. Das ist also dieses Gibbs-Diagramm von einem Herrn Gibbs erfunden. Und also jeder, der sich also mit Gewässern beschäftigt, hat wahrscheinlich schon lange Zeit über dieses seltsame Diagramm meditiert. Was ist da zu sehen? Also Sie sehen, wenn Sie die X-Achse anschauen, kann man verschiedene Dinge miteinander vergleichen. Es sind immer Relationen, ja. Es ist zum Beispiel die Relation von Natrium und Calcium zu Natrium und Calcium dargestellt, ja? Oder von Chlorid und Hydrogencarbonat zu Hydrogencarbonat oder Chlorid. Und das Ganze ist dann rechts noch einmal vereinfacht. Und hier sind also die Wässer der Welt, die großen Flüsse, die großen Seen aufgetragen. Und also unten sieht man diese Relation. Und die Relation steht eigentlich, wenn wir auf der Seite 1 sind, dann wäre das also mal die theoretische Zusammensetzung des Regenwassers. Das heißt, Regenwasser sollte eigentlich mehr oder weniger diese Salzzusammensetzung haben, ja, wie das Meerwasser, ist aber destilliert. Deshalb sind wir auf der X-Achse ganz weit unten. Sie sehen, das ist logarithmisch aufgetragen. Das ist also die Konzentration an gesamten Salzen oder gelösten Substanzen. Und die geht also über 1, 2, 3, 4, fast 5 Größenordnungen. Und dieses Gibbs-Diagramm nimmt also eine, ja, schaut aus wie ein Bumerang. Und wenn Sie lang drüber nachdenken, dann müssen Sie drauf kommen, dass es eigentlich gar nicht anders ausschauen kann. Wenn Sie aber dann zum Beispiel Seen in Hochgebirgsseen in den Alpen anschauen, dann sehen Sie plötzlich, dass dieses Dreieck unten links auch gefüllt ist, weil wir natürlich nicht mehr davon ausgehen, dass reiner Regen fällt, also nur ja, Natriumchlorid und ein bisschen Hydrogencarbonat aus der Luft, sondern da sind natürlich Säuren drinnen, da ist Nitrat drin, da ist Sulfat drin, da ist Ammonium drinnen, sodass dieses Gibbs-Diagramm also für sauren Regen nicht mehr wirklich stimmt. Es gibt also das Dreieck unten links. Das kann also, muss leer bleiben, weil der Regen, der mit Gestein reagiert, wir bewegen uns jetzt nach links oben in diesem Diagramm, natürlich immer mehr, in dem Fall Calcium oder Hydrogencarbonat, enthält, weil das aus der Verwitterung des Gesteins kommt. Dann begeben wir uns so etwa in die Mitte, ja, wo die Konzentrationen immer zunehmen, und dann geht es wieder zurück, bis wir dann ganz oben sind bei der Konzentration von Salzen im Meer. Und das linke obere Dreieck, das ist eben definiert dadurch, dass ich hier die Löslichkeit dieser Verbindungen erreicht habe. Das heißt, dieses linke obere Dreieck muss eigentlich frei bleiben. Und die höchste Konzentration erreiche ich dann im Meer. Das ist dann fast nur mehr oder zum allergrößten Teil Natriumchlorid. Und wenn ich das weiterdenke, dann komme ich also über die Verdunstung aus dem Meer, komme ich dann also eigentlich wieder zum Regen, zur Zusammensetzung des Regens, also sehr, sehr, sehr verdünnt. Und der hat also eine Natriumchlorid-Signatur, die also der des Meeres entspricht. Sie sehen auch hier aufgezeichnet die wichtigsten Bedingungen, wie dieses Diagramm zustande kommt. Das ist eben mal Regenwasser. Dann ist es die Verwitterung. Und schließlich, wenn wir dann nach oben gehen, ist es also die Ausfällung, wenn Konzentrationen bestimmte Grenzen erreichen, fallen also diese Substanzen wieder aus. Und am Ende bleibt also die Ozeanzusammensetzung übrig. Ja, wenn man da länger drüber nachdenkt, dann könnte das fast wie ein, ja, wie ein buddhistisches Bild dann ausschauen, in das man sich hinein versenken kann. Und wenn man dann was Neues herauslesen kann, würde mich freuen, wenn es da Antworten gibt. Aber wie gesagt, es ist eben eine klassische Darstellung. Nun, jetzt kommen wir zu einem Bild, das uns jetzt wieder näher also ein bisschen vielleicht vom Ozean weg, wieder in unsere Gewässer bringt. Und zwar ist das die Darstellung der Verteilung der Kohlensäure und ihrer Ionen im Wasser. Die Annahme hier ist sehr, sehr einfach. Ich habe also ein geschlossenes System, das heißt, die Summe
von HCO3 minus CO3 minus und H2CO3 undissoziiert ist immer 1. Also ich verändere das nicht, ich schließe das gegenüber der Atmosphäre ab und ich darf den pH-Wert beliebig frei einstellen. Dann sehen Sie ganz links, also wenn der pH-Wert sehr, sehr sauer ist, dann kommen also die Ionen nur in minimalen Konzentrationen vor. Wenn man das logarithmisch aufträgt, schaut es natürlich ein bisschen anders aus, das werden wir auch gleich machen. Aber Sie sehen, es gibt also zwei Punkte und das ist also K1 und K2 und bei diesen Punkten ist die Konzentration an undissoziierter Kohlensäure, dieses H2CO3, wir werden dann einen Stern drauf geben, und HCO3-, also Hydrogencarbonat, gleich groß. Das ist also bei pH 6,4. Wenn wir den pH weiter raufdrücken, kommen wir in einen Bereich, wo hauptsächlich Hydrogencarbonat vorkommt. Das sind also unsere, ich würde sagen, normalen Wässer. Und dann gehen wir weiter in den Bereich, wo aus dem Hydrogencarbonat Carbonat gebildet wird. Und das ist also bei pH 10,4 ist also dieses Gleichgewicht erreicht. Wenn wir dann den pH weiter verschieben, dann sind wir also bei einem Wasser, das praktisch nur mehr Carbonationen enthält. Man kann das Ganze jetzt richtig auftragen und das, würde ich glauben, ist die bessere Auftragung, auch wenn man sich vielleicht auf den ersten Blick dadurch diese vielen Striche ein bisschen verwirren lässt, aber es ist, wenn man es logarithmisch aufträgt, sieht man natürlich, dass die Konzentrationen nicht gegen Null gehen, sondern einfach sehr, sehr niedrig sind. Und deshalb glaube ich, wäre das also die Darstellung, die meiner Meinung nach richtiger ist, also wo man diese Bedingungen und diese Beziehungen besser sieht. Gut, jetzt kommt die Frage und die heben wir uns jetzt gleich für den nächsten Teil auf.